Hallo ihr lieben Leute, ich habe ja zu diesem Hund Dale 133 schon mal ein Video erstellt. Das haben aber einige Leute nicht verstanden, weil da kein Text bei war. Und man die Erklärung nur als Untertitel gesehen hat. Also habe ich gedacht, mache ich jetzt auch mal eins mit Erklärung. Der Dale 133, das ist mit der beste Anspitzer eigentlich, wie ich finde, für Buntstifte. Nun ist das Problem, dass der ohne Anleitung kommt. Und jetzt haben die Leute also hier dieses Beile gekriegt, probieren den aus und stellen fest, geht er gar nicht. Das Problem ist nämlich, wenn man, ich nehme mal jetzt hier so einen einfachen Stift, den da reinsteckt. Also, so kann man nicht reinstecken. Das verstehen die Leute noch, dass es so nicht geht, dass man vielleicht den Knopf drücken muss. Also drückt man den Knopf, dreht dann hier und dreht und dreht und dreht. Jetzt habe ich auch schon wieder Leerlauf und dann guckt man den an und stellt fest, blöd, taucht nichts. Und dann steht irgendwie in Rezession drin, ja, geht nicht kaputt, taucht nichts und wird zurückgeschickt. Ja, das Problem ist, man muss den nämlich ganz anders benutzen. Zum einen hat man hier hinten, kann man erstmal einstellen, wie spitz der werden soll. Dummerweise steht hier irgendwie kein Pfeil dran. Man weiß also nicht, wie man eingestellt hat. Muss man halt ein bisschen rumprobieren. Und zum anderen, ganz wichtig, muss man dieses Ding rausziehen. Wenn man hier rauf drückt, kann man das nämlich rausziehen. Und dann, wenn ich den jetzt so rausziehe und stecke jetzt den Stift rein, dann zieht er sich beim Drehen ran. Jetzt drehe ich mal. Jetzt hat er Leerlauf. Gucken wir mal. Und dann sieht das doch schon ganz anders aus. Dabei ist dann noch dieses Ding hier. Tatsächlich gibt es echt Leute, die fragen, wozu das da ist. Ich meine, wundert mich jetzt zwar, aber scheinbar wissen es einige nicht. Also das Ding gehört hier rein. Und dann kann man das an der Tischkante halt festschrauben. Kann ich jetzt hier nicht, weil ich jetzt hier keine Tischkante habe. Also an den Tisch anklemmen, zack, festschrauben und dann hat man den fest und dann kann man den halt auch einhändig benutzen. Mir ist es aber lieber, ich benutze den meistens so, weil es irgendwie einfacher ist. Also, jetzt probieren wir nochmal diese Spitze aus. Ich habe hier noch einen anderen. Wenn ich den jetzt mal hier ganz nach rechts drehe, rechts, ich drehe den mal ganz nach rechts. So, jetzt hat er gestoppt. Also weiter drehen kann ich jetzt nicht. So, Stiftefreunde müssen jetzt ganz stark sein. Ich hole mir mal irgendwie hier ein Dings. Ich mache den jetzt mal. Entschuldigung. Aber es ist nur ein ganz billiger Stift, also den opfere ich jetzt mal. So, der sieht jetzt so aus. Sieht man das? Ich hoffe. Und jetzt schraube ich den mal. So, bis er in Leerlauf kommt. Das ist also die stumpfe Spitze. Aber nochmal. Manchmal muss man das zweimal machen, weil der war ja so ganz abgebrochen. Ne, passiert nichts mehr. So. Das ist also, wenn er auf ganz stumpf gestellt ist. Huch, sieht man das? Ich hoffe, man kann das erkennen. So, und jetzt stelle ich den mal ganz hoch auf spitz. Links rumdrehen hier. Da ist hier einmal die Spitz und einmal stumpf. Jetzt drehen wir mal ganz, bis es nicht mehr geht. Jetzt nochmal tapfer sein. Klack. Autsch. Das würde ich mit einem teuren Spitz natürlich nie machen, mit teurem Stift. Aber das mache ich jetzt nur für euch, opfer ich das jetzt mal. So. Und jetzt drehen wir nochmal. Dauert jetzt so ein bisschen länger. Wieder Leerlauf. Und das ist jetzt sozusagen das spitzeste Spitz, was mit diesem Ding geht. So. Ich hoffe, es hat jetzt jeder verstanden. Also wenn man irgendwas dazwischen diesem Stumpf, ich kann ja nochmal, ich mache mit dem nochmal stumpf, damit man mal den Unterschied sieht. Autsch. Keine Sorge, das sind ganz billige Kinderstifte, die ich irgendwo bei mir gefunden habe. Der hier. So, jetzt machen wir mal die stumpfeste. Nee.
jetzt sieht man den Unterschied. Ja, irgendwie ist der überhaupt nicht spitz geworden. Moment, ich mache das nochmal. Wahrscheinlich, weil ich den abgebrochen habe. So. Jetzt haben wir den Unterschied. Das ist also der Unterschied zwischen... Na, sieht man das? Zwischen... Ach, ganz stumpf und ganz spitz gestellt. So, jetzt zoomen wir jetzt mal ran, damit man das ordentlich sehen kann. Und mit dem Rad kann man jetzt steuern, wie man es genau haben will, irgendwas dazwischen. Eben zwischen ganz stumpf und zwischen ganz spitz. Also ich benutze eigentlich immer die Anstellung ganz spitz, weil ich das am liebsten mag. So, ich hoffe, es hat jetzt jeder begriffen, wie der Dale funktioniert. Was ich noch mal kurz zeigen kann, der ist deswegen so toll, weil der absolut sparsam spitzt. Hier sieht man nämlich, was der jetzt rausgespitzt hat. Das ist hier das rechts von den beiden Stiften. Das ist so gut wie nichts. Mit einem normalen Anspitzer würde man da total viel verschwenden. So, also Leute, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Dale. Und tschüss.